Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max 15. 15 Minuten mit Gott. Maximal 15 Minuten mit Gott. In der letzten Folge habe ich die 10 Gebote vorgelesen, wie sie im katholischen Katechismus stehen. Und habe gesagt, dass wir etwas vergleichen. Ich beginne jetzt noch einmal mit diesen 10 Geboten, wie sie im Katechismus stehen. Und dann geht es weiter in unserer Frage, die da lautet, christlich leben, wie geht das? Im Katechismus sind die Gebote in zwei Teile geteilt. Der erste Teil hat die Überschrift, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und jetzt kommen diese ersten drei Punkte oder die ersten drei Gebote. Erstens, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Zweitens, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Drittens, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Dann steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Viertens, du sollst Vater und Mutter ehren. Fünftens, du sollst nicht töten. Sechstens, du sollst nicht Ehe brechen. Siebentens, du sollst nicht stehlen. Achtens, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Neuntens, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Zehntens, du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. So, jetzt zu den Geboten, wie sie die Bibel auflistet. Ich beziehe mich hier nur auf die Auflistung in 2. Mose 20. Auch in 5. Mose 5, 6 bis 21 gibt es diese Aufzählung in ähnlicher Weise. Ich lese aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 2 bis 17. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Zweitens, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, die aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. 3. Gebot. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 4. Gebot. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 6. Gebot, du sollst nicht töten. 7. Du sollst nicht Ehe brechen. 8. Du sollst nicht stehlen. 9. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. 10. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Bei genauem Hören werden die Unterschiede klar. Das 2. biblische Gebot fehlt in der katholischen Aufzählung. Dafür ist das 10. biblische Gebot in der katholischen Aufzählung geteilt. Das heißt, das Gebot, keine Bilder zu verehren, fehlt in der katholischen Aufzählung. Und das Gebot, du sollst nicht begehren, wird in der katholischen Aufzählung in 2 Teile geteilt. Das 4. biblische Gebot und das 3. katholische Gebot betreffen jeweils einen anderen Tag, nämlich den Samstag als Sabbat im biblischen Gebot und den Tag des Herrn als Sonntag in den katholischen Geboten, in der katholischen Aufzählung. Was will ich damit zeigen? Wenn es schon in dem grundlegenden Rahmen christlichen Lebens solche Unterschiede gibt, worauf kann man vertrauen? Aber eines ist ganz klar.
Nicht die Bibel hat die 10 Gebote verändert. Ich wende mich jetzt der Frage zu, ob die Bibel außer der Forderung zur Führung eines wohlgefälligen Lebens und einigen listenhaften Aufzählungen auch Grundsätzliches zu dem Thema zu sagen hat. Alle anderen Quellen wie Kirchen, Traditionen, Sekten oder persönliche Ansichten lasse ich unbeachtet. Die Gebote geben einen solchen Rahmen vor und die meisten grundlegenden Gesetze der meisten Staaten basieren auf den biblischen Geboten 5 bis 10. Die ersten 4 biblischen Gebote kann kein Staat festschreiben, das ist nicht seine Aufgabe. Ein Gedanke im Römerbrief bringt es ziemlich auf den Punkt. Paulus schreibt: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Römer 13, 8 bis 10. Auch von Jesus gibt es diesbezüglich eine Aussage. In Johannes 13, 34 und 35 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Matthäus 22, 35 bis 40. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, stellte ihm die Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Johannes 14, Vers 15: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. So ist also die Liebe die Basis und der Hauptinhalt eines christlichen Lebens. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Und wenn jemand fragt, wie das aussieht, dann geben ihm die 10 Gebote und unter anderem auch die Bergpredigt im Matthäusevangelium einen Denkanstoß. Wie ist das möglich? Wie bekomme ich die Kraft dazu? Paulus erklärt das so: Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2, Vers 20. Oder wie Erwin Zohr es ausgedrückt hat: Die Natur Christi ist an die Stelle der Anweisungen getreten, die auf Papier oder Stein geschrieben waren. Abschließend ein Wort aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 13, Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Ehre sei Gott dem Vater und dem Sohn Gottes, Jesus Christus, für ihre Liebe zu den Menschen. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, dass sie diese Liebe spüren können, dass sie sie für sich annehmen können und dass sie ein Leben leben, das Gott wohlgefällig ist, indem wir nach seinem Willen tun, nämlich das, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dass er uns ausrüstet zu jedem guten Werk. Amen. Auf Wiederhören. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn Gesetz erfüllt. Sei
etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Gesetz erfüllt, die Liebe.